Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen zu einem neuen spektakulären Video meinerseits einmal. Und ja, ein kleiner Vorwort, bevor das direkt die Video startet, so gesehen. Und zwar, ich bin ja aktuell immer sehr auf Twitch aktiv unterwegs und es ist ja nicht jeder auf Twitch, kann man sagen. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich könnte das Ganze doch nochmal bei YouTube hochladen. Und das habe ich auch gemacht, also der Stream. Uncut, den werdet ihr gleich einmal sehen. Die Qualität ist natürlich nicht so hoch wie bei meinen YouTube-Videos und so weiter. Aber ich hoffe trotzdem, das Ganze gefällt euch. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, also Alf und ich wünschen euch dabei jetzt viel Spaß. Meine Freunde, welcome back zu Tekken 8. Ich mach noch einen dritten Part, wie scheint. Ja, Story-Modus haben wir schon gezockt. Arcade-Quest haben wir auch schon gezockt. So, Super-Geister-Quest habe ich jetzt freigeschalten. Und wir können noch mal gucken. Ich würde jetzt erstmal gern in die Galerie gucken. Was haben wir hier? Ach, eine Zusammenfassung. Gut, hier ist dann wahrscheinlich Tekken 1, klar. Okay. Was haben wir hier? Boah, muss aufstoßen immer. Also los. Macht der Junge Videos für YouTube auf Twitch? Standard. Da YouTube mein Archiv denn so gesehen ist. Aktuell jedenfalls. So ein bisschen. Okay, also hier haben wir nochmal kleine Zusammenschnitte einfach. Checken 1, Tekken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist das Tekken 3. Herzlich willkommen erstmal. Nice. Und wie gefällt dir Tekken? Also bis jetzt muss ich sagen, Story-Modus geht gut ab. Diesen Arcade-Modus weiß ich noch nicht. Habe ich mir irgendwas anderes erwartet, als mit diesen Chibi-Figuren da umherzulaufen und hier Turniere zu machen? Da ist der Arcade-Modus bei mir anders in Erinnerung. Aber ansonsten, Story-Modus gar nicht mal so schlecht. Arcade-Modus würde ich, glaube ich, wenn ich mir es kaufen würde, nicht weiter verfolgen. Ne? Aber den Story-Modus. Okay, man kann sogar drehen hier. Ist ja Wahnsinn. Also man hat auch eine Zusammenfassung von Tekken 1 bis 7, wie scheint. Hat man hier eine Zusammenfassung drin. Ne? Der beste Teil für mich immer noch Tekken 3 und 5. Oh. Also kann man sich nochmal eine Zusammenfassung holen einfach. Ich muss sagen, bis jetzt der beste Teil, Tekken 5, immer noch mein Lieblingsteil. Erstmal richtig geiles Intro gewesen. Auch der Song war geil damals. Und man konnte Tekken 1, 2 und 3 zocken. Ne? Das heißt, man hatte nicht nur Tekken 5 gehabt, man hatte auch die anderen Tekken-Spiele noch mit drin gehabt. Klar, jetzt nicht in der richtigen Vollversion, aber man konnte die zocken. Ne? Und im Intro war noch ein Spiel drin. Also ganz am Anfang, wenn man das Spiel gestartet hat, konnte man diese 3D Space Invader machen. Das war geil. Das war geil. Hab schon pre-ordered. Ich gehe auch offline. Ja, so ein Controller bestimmt, so ein Spezialcontroller mit so 6 Tasten wahrscheinlich, oder? Gehe ich mal stark von aus. Habe ich schon mal getestet auf Gamescom für Street Fighter. Kam ich überhaupt nicht mit klar. Weiß ich nicht, aber das ist eine Gewöhnungssache. Ich spiele jetzt auch nicht so oft Kampfspiele. Und Tekken 7 ist auch schon Ewigkeiten her, wo ich das gezockt habe. So, jetzt gehen wir nochmal in den Supergeisterkampf rein, den ich gerade freigeschalten habe. Mensch, die Demo ist wirklich umfangreich, muss man schon sagen. Ah, da haben wir sie schon wieder. Die Chibi-Figuren. Ah. Oha. Jetzt sind wir hier im Underground, sind wir. Ist fair, falls du Fighting Games nicht so... Nee, leider nicht. Also ich spiele Fighting Games gerne mal Story-Modus. Den Story-Modus oder mal für zwischendurch ein, zwei Kämpfe online oder halt mit Freunden, aber ansonsten nicht so intensiv. Tekken 3 war damals schon intensiv gewesen, aber die anderen jetzt nicht mehr so.
Aber ich muss sagen, Tekken, jetzt Tekken 8 geht mir besser von der Hand als Tekken 7. Muss ich schon mal sagen, ne? So, jetzt kämpfen wir gegen der überdimensionalen KI. Ja, also eigentlich muss der nicht aufstehen, trotzdem. Also er ist ja am Lernen, die KI, wie scheint. Muss er nicht trotzdem aufstehen? Alter, jetzt haut die KI aber einen rein, ja. Okay. Ich zock das Kompetitive. Das ist bestimmt. Da muss ich mir jetzt auf die Sprünge helfen. Das Kompetitive, das ist andere Steuerung oder. Da brauche ich jetzt ein bisschen Input. Ich muss sagen, so, das geht echt einmal vor der Hand. Ansonsten war immer Dead or Alive mein Favorit gewesen. Ne? Dead or Alive, dann Tekken und dann Street Fighter. Und bis jetzt so? Ja. Also ich mache das Halbprofi so. Aha! Halbprofi so. Das hilft mir auf die Sprünge auf jeden Fall. Aha! Gut, da kann ich natürlich nicht mitreden oder mithalten, ne? Da kann ich nicht mithalten und mitreden, ne? Das ist... Turnier wäre auch bestimmt mal geil zuzugucken auf jeden Fall. Das wäre bestimmt mal geil. Wie schon erwähnt, vor einer Stunde... Ich habe mir das damals angeguckt, so auf eine Demo-CD. Da war ein Turnier, da war ein Video drauf von einem Turnier von Tekken 3. Ist bestimmt ganz geil, mal da zu sein. Mit diesen anderen Turnieren, da kann ich nichts anfangen, hier mit League of Legends und hast du nicht gesehen. Aber so Tekken-Turnier würde ich mir auch mal gerne angucken. Oder hier halt das von Counter-Strike zum Beispiel. Würde ich mir auch gerne mal anschauen. So, was kann man hier jetzt machen? Das ist einfach bloß hier KI-Battle. Okay. Warum ist die grün eigentlich? Was ist mit dir passiert? Ja. Okay, man kann... okay, man kann also wie auch in diesen Arcade-Dings eigentlich mit allen kämpfen und sprechen, ne? Scheint jetzt so, oh, man kann gegen seine eigene KI kämpfen. Die sich dann nach und nach entwickelt. Ich muss jetzt mal gegen anderen kämpfen einmal. Ich muss mal gucken. Ja, in den Arcade-Kabinett kann man auch alle herausfordern. Naja, in der Demo nicht alle, um ehrlich zu sein. Aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen Paul, ne, seine Haare, ne? Ich weiß nicht, ja. Da komme ich nicht rein. Also bei Paul seinen Haaren weiß ich nicht. Da komme ich nicht rein irgendwie. Das ist mir irgendwie so ein Dorn im Auge. Schade, wir können auch nur in der Demo drei Stages machen. Sind sogar abgemessene. 24x24 und darunter nochmal 10. Und das hat sogar noch eine zweite Stufe im Keller. Geil. Gut, einen Kampf mache ich hier jetzt nochmal und dann gehe ich nochmal kurz was luschern. Ich weiß nicht. Also Story-Modus, ich würde es mir kaufen, aber ich glaube nur für den Story-Modus, nicht für Arcade. Oha, ja, die haut aber raus jetzt.
einfach die Seele ausgeraubt, Alter. Ja, das habe ich verkackt, Alter. Das habe ich verkackt. Was habe ich verkackt jetzt? Die ist auch ganz anderer Rang als ich. Ah, nee, ist keiner mehr, ne? Alter. Jetzt haut's einen raus. Jetzt haut's einen. Bam! In your face. Ja, gekonnt abgeblockt fast. Der Underground Stage, kann man sagen. Ja. Im Untergrund. Okay, mal zum Hauptmenü zurück. Oh, da war gerade die Verbindung weg. Was da passiert. So, also, das ist erstmal Story-Modus. Kann man das erste Kapitel machen in der Demo. Arcade Quest haben wir gerade auch schon gemacht. Ja, ist ganz nett. Super Geisterkampf. Ja, ist auch ganz nett. Das ist fast wie Arcade Quest ein bisschen. Aber bei Arcade Quest kann man, denke ich mal, die Karte. Auf der Karte, da kann man natürlich ein bisschen noch was erweitern. Ja, Galerie haben wir schon mal reingeguckt. Spieler gegen Spieler. Schade, dass man, klar, ist natürlich nur eine Demo, ist logisch, ist natürlich nur die Demo-Version, da lässt sich nicht so viel machen. Ach, das andere ist Arcade Quest und nachher kommt noch Arcade Kampf. Ah, oh, Tekken Ball ist auch mit drinne wieder, das ist geil. Okay, also Tekken Ball ist auch mit drinne wieder. Das gab's auch. Also wenn es jetzt das ist, was ich denke, ja, jetzt ist die Frage, es gibt einmal, es gab Tekken, bei Tekken 3 war einmal dieses Volleyball mit drin, ist es das, oder ist Tekken Ball jetzt, ist bestimmt das mit Volleyball, oder? Weil es gab nochmal Tekken, so mit Bowlingkugeln gab es auch noch, so als Bowlingspiel gab es auch noch von Tekken, aber es ist bestimmt das mit dem Volleyball, das ist natürlich dann geil, wenn das wieder mit drin ist. Das habe ich, gefeiert bei Tekken 3. Ansonsten Arcade-Kampf, gut, das ist das, was ich gedacht hatte, was Arcade-Quest ist. Aber da habe ich mich geirrt. Cool, also ich sag mal Story-Modus, Arcade-Kampf und Tekken Ball, das wäre schon interessant für mich. Das wäre auf jeden Fall schon interessant für mich. Schade, dass wir nicht online kämpfen können. Jetzt muss ich einmal. Jetzt muss ich mal Paul testen, einmal. Jetzt muss ich mal Paul testen. Ach, ich weiß nicht, seine Haare immer noch, ne? Man kann sogar auf ultra schwer machen, das Ganze. Einfach die Vernichtung nennen. Auf ultra schwer einfach komplette Vernichtung wahrscheinlich. Dann mache ich lieber nicht. Da habe ich Angst vor. Vielleicht mache ich das nochmal zum Schluss gleich einmal. Auf ultra schwer für euch da draußen. Ah, Quatsch, nicht kämpfe. Jetzt haben wir jetzt mal niedergezockt die ganze Zeit. Jetzt wollen wir mal gucken, was Paul drauf hat hier. Okay. Ooh.
Aber hier kann man das Ganze, auch ein bisschen auf die Spitze treiben. Auf der Map nämlich, die verändert sich nach einer Zeit. Das habe ich nämlich gemerkt, auf der Gamescom habe ich das gemerkt. Wenn man nämlich 2-2 hat zum Beispiel. Ich glaube, auf der Map waren irgendwelche Explosionen oder sowas nachher. Der, keine Ahnung, irgendwas ist da bestimmt. Da kann man sich auf jeden Fall mal mein anderes YouTube-Video angucken, was ich auf der Gamescom aufgenommen habe. Da habe ich auch schon mal Tekken 8 gezockt mit Franzi. Und da haben wir die Map ein bisschen ausgereizt, nämlich. Wo wenn jeder 2-2 hat und nachher so ein Endfinal ist, kann man sagen. Dann nämlich ändert sich die Map auch noch ein bisschen. So, ich gehe jetzt nochmal auf Ultra schwer. Ich werde jetzt einmal nochmal zum Schluss komplett vernichtet werden, einmal. Ultra schwer, meine Freunde. Jetzt für euch da draußen, ultra schwer. Einmal mal für euch, damit ihr auch sehen könnt, wie ich vernichtet werde. Ich ziehe mindestens 1% ab, ich schwöre. Mindestens 1% ziehe ich ihn ab, okay? Oder gar keinen. Paul wirkt optimistisch gerade noch. Also. Oh, habe ich sogar geblockt seine Attacke, Alter. Guckt euch das an. Wo ist die ultra schwer auf einmal? Oh, da habe ich verkackt gerade. Ah, verdammt. Habe ich verkackt. Gut, mein Fehler. In your face hat er den einfach zerstört, hat er ihn. Jetzt kommt er mal an. Oh, hat er ihn nicht gegriffen, Alter. Hat sogar K.O. gemacht auf Ultraschwer. Ist doch auf Ultraschwer eingestellt, oder? Ich glaube ja. Oh, der hat nicht gesessen, Alter. Traurig. Oh. Oh, jetzt hat er. Jetzt hat er verkackt, Alter. Special Attack von Paul hier. Guckt euch das an. Er war gerade in der Verwandlung gewesen. Einfach ausgenockt hat er ihn jetzt. Oha. Au, jetzt haut er, Alter. Da kam ich ja gar nicht mehr ran jetzt gerade, was passiert hier? Ja, wahrscheinlich. Blocken! Oh, der war übelst verkackt von mir gerade. Boah, sieht doch badass aus, aber die Haare. Oh. Scheiße. Aber hey, meine Freunde, das war schon auf ultra schwer stand da, ja? Auf ultra schwer. Der hat ja fast nackig gemacht. Egal. So, meine Freunde, das war's mit YouTube da draußen erstmal. Und auch mit Tekken 8 heute, muss ich sagen.
16:24 Uhr haben wir es jetzt. Kann ja einkaufen gehen. So, das ist mit Tekken 8 heute. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Holt euch die Demo-Version. Könnt ihr auf jeden Fall. Was ist denn Zugänglichkeit? Was ist denn? Passt denn eine Zugänglichkeit? Schon? Ach. Wir haben hier einen Farbfilter drin. Ach so. Rotblindheit. Grünblindheit. Blau. Mono. Ha. Lol. Ach so, was gibt es? Kann sogar schwarz-weiß spielen, okay. Interessant. Das habe ich nicht gewusst. Jetzt wissen wir es auch. Ja, meine Freunde. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ein bisschen. Immer schon wieder zocken. Haut's rein. Meine lieben Freunde, das war das heutige Video. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, das war einfach mal der Twitch-Stream komplett uncut hochgeladen. Und ja, die Qualität ist jetzt nicht so optimal, wie ich schon erwähnt gerade, weil das muss ja von Twitch erst heruntergeladen werden, dann wieder hochgeladen werden auf YouTube und so weiter. Und die ganzen Schnitte und Cutte sind natürlich auch nicht mehr drin, wie in meinen regulären Videos. Dennoch, wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und das nächste Mal bei Twitch könnt ihr ja dabei sein, wenn ihr möchtet. Und zwar hier der Link einmal. Könnt ihr gerne raufgehen und auch mir da folgen auf Twitch. Und für YouTube nicht vergessen, unten rechts Abonnier-Button raufclashen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, GFBan. Und Alf wird das nächste Mal, denke ich mal, auch dabei sein wieder. Und ich wünsche noch einen schönen Tag, bleibt gesund, flauschig und natürlich bis zum nächsten Mal und bis dahin immer schön weiter zocken. Also, haut's rein!